Ich sag's euch ehrlich, dieses Spiel macht verdammt viel Spaß zu spielen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 64. Oh nein, ich sehe das oben rechts schon wieder. Einmal kurz das hier machen. Er hat irgendwelche Spieldaten nicht synchronisiert. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Ich trinke mal was. So, nebenbei muss ich noch den Chat hier öffnen. Moment. Ich möchte die Umschalttaste definitiv nicht drücken. So. Heilige Scheiße! So, er lädt übrigens jetzt gerade Folge 36 hoch. Da seht ihr gerade mal, wie weit ich mit Ghost Recon gerade mal bin. Also, vom Hochladenstatus her. Weil, wie ich es vor ein paar Folgen angesprochen hatte, muss ich noch für ETS hochladen und auch noch Far Cry, ne? Also. Ja. Wozu ein Verbindungsaufbau, ey? Ganz ehrlich, Alter, das ist kein Online-Spiel. Ist es einfach nicht. Ja, ich melde mich gleich wieder. Ach so, nee, jetzt hat das. Okay. Moin! Gut, wir haben hier anscheinend einen Story-Einsatz. Wir wissen von einem Depot, das den Überlandschmuggel durch Kuani koordiniert. Nähern uns dem Truck-Depot. Denkt daran, Santa Blanca darf nicht erfahren, dass wir hier sind. Es ist stark bewacht. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um an den Wachen vorbeizukommen. Die Wachen lassen Fahrzeuge des Kartells hinein, ohne sie zu durchsuchen. Das könnte hilfreich sein. Wir könnten zurück zur Straße, ein Auto oder einen Truck entführen und damit reinfahren. Ich habe Kartelltrucks vor dem Depot gesehen. Los geht's. Alles klar. Senden jetzt die Feindpositionen. Die lassen die einfach so rein, ja. Ohne die zu kontrollieren. Unidad-Vogel, aufpassen! Es entzieht sie. Ziel gesichtet.
Alarm hier drüben. Irgendwo da hinten. Hier. Feind markiert. Okay, das, ich zähle 15. Nicht schlecht. Okay, dann müssen wir uns jetzt noch einen Plan machen, wie wir wo reingehen. Ich habe hier einen Generator. Es geht nur der Fronteingang. Die kontrollieren die also nicht. Das könnte uns helfen. Zumindest erstmal nach links abzuhauen. Und da reinzugehen. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Irgendein Santa Blanca Fahrzeug, haben sie gesagt. Ist gar nicht so einfach. Da sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Das war scheiße knapp. Das geht noch. Verpisst euch. Ich brauche ihn nicht. Festhalten, Leute. Jetzt muss ein Setup-Unterfahrzeug sein, alles klar. Da drüben sieht sehr nach Santa Blanca aus. Ich sehe einen Narco drüben am Truck. Ja. Geh, ich komm hinterher. Okay, wenn wir Glück haben, lassen sie uns einfach so durch. Klar, vier Amis mit Kanonen und Akzent. Ist doch voll unauffällig. Von wegen. Mein Akzent ist perfekto. Wir sind echt am Arsch. Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Roger, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Ziel erfasst. Bin bereit. Alles klar, nochmal neu starten. Ja. Ja.
Ja, ey, sorry, Alter. Wo soll ich mich denn hinstellen, bitte? Ey, wo soll ich mich da bitte hätte hinstellen sollen? Drohne fliegt. La Santa. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich weiß jetzt zumindest, wo die Gegner sind jetzt so. Aua. Ich sehe 10. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Die Frage ist halt wirklich, wo versteckt man sich am besten? Hinten wahrscheinlich. Ich bin nicht nach links abgebogen, ich Vollidiot. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Da wäre ruhiger auf jeden Fall. Es sind 15. Das konnte ich ja vorher nicht wissen. Also doch eigentlich schon, aber... Habe einen Generator gesichtet. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Bereich. Alles gut. Den Bereich vorne können wir erstmal gekonnt ignorieren. Okay, bin unterwegs. Eine gute Position. Unterwegs. Okay, Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Der Tango ist hier knapp.
Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Geh auf neue Position. Kann loslegen. Sieht nach Fahrplänen und Schmuggelrouten durch die Provinz aus. Danach haben wir gesucht. Okay, bin unterwegs. Suche eine gute Position. Verstanden, unterwegs. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Roger, Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. Oh, was könnt ihr eigentlich? Leute, sammeln. Unidad, Heli. Unten bleiben. Verstanden. Es ist alles gut. Wir haben die Fotos, die wir brauchen. Raus hier. Wartet, ich fahre. Puh. Geschafft. Nice. Wir müssen aber in die andere Richtung. Wir haben den Ort und... Es gab keinen Alarm. Ich sende die Daten jetzt an Bowman. Damit erfahren wir bestimmt einiges über Kuanis Vertriebsnetz. Naja, viel können wir gerade nicht machen. Ich weiß, keine Ahnung. Was ist die 1? Oh, wir sind schon hier 50. Huch. Huch. Was? Servus. Waffen. Auf. Mit jeder Aufwertung ist der Schaden der Waffe. Ah, sowas. Okay. Oder wollen wir hier noch gar nicht hin? Das volle Programm. Laut Plan steht wieder ein Konvoi vor der Abfahrt. Ein großer. Wir reden von über 4 Tonnen Stoff, der in den Trucks versteckt ist. Ich schicke Ihnen die Daten. Ziehen Sie ihn aus dem Verkehr. Verstanden. Geht los. Wir haben von einer großen Kokainlieferung für Brasilien erfahren.
Sorgen Sie dafür, dass der Konvoi niemals die Grenze erreicht. Konvoi gesichtet, Feuer frei, jagen wir sie hoch. Konvoi zerstört. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Gehalt. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Zeig mir deine Hände, Arschloch. Begleitfahrzeug zerstört. Konvoi zerstört. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Kartell. Alter, mit der HTI alleine, ne? Maul. Ach so, ach na, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Haben wir eine neue Waffe oder was? Na, kann ja gar nicht sein. Lanza Sagrada. Scheiße, das war Pax, Mann. Ja, scheiße, ja. So. Wir haben den Ort und den Code, um Reed hervorzulocken. Stellen wir dem Hurensohn eine Falle und schalten ihn aus. Boah, ich sag dir, dieses Gewehr ist einfach fucking verpowert. Power. Suchen wir hier nach Informationen? Sich absetzen. Wir müssen ja dass sie beschossen werden. Mann, ich darf überhaupt nicht mehr fahren. Nur wegen dem Einmal. Wir haben sie aufgescheucht. Ach. Servus. Was? Von wo? Hä? Hat der sich überholt? Kann doch gar nicht sein. Scheiße, wir haben Verluste. Warte mal, was? Ihr könnt euch nicht mit einem Konvoi alleine anlegen? Was, also was seid ihr für ein Team, bitte? What the fuck? Das ist traurig. Das ist ein Armutszeugnis, das sagt ihr. Wir haben den Ort und den Code, um Reed hervorzulocken. Stellen wir dem Hurensohn eine Falle und schalten wir ihn aus.
shit, das war ein Rebell. Passiert. Los geht's. Es lässt sich so viel besser fahren, ja, wirklich. So, boah, Junge, das ist ja Augenkrebs, ey. Wir erreichen jetzt das Flugfeld. Ich sehe mehrere Feinde, die es bewachen. Macht euch kampfbereit. Setze Drohne ein. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Hier ist ein Tango. Markiere Feind. Wir sind jetzt bei 10. Gehe in Position. Brauche neue Position. Suche bessere Schusslinie. Sekunde, gehe in Position. Bereit für den Angriff. Abschuss bestätigt. Improvisiert das Flugzeug? Naja, das kannst du so machen. Da ist der Laptop für die Codes an Reed. ...52? Was für eine Ungradzahl. Ich gebe jetzt die Codes ein. Reed sollte das Signal empfangen. Er wird gleich hier sein. Bereitet den Hinterhalt vor. Ziel im Anflug, bereit machen. Hier drüben alles sauber.